Hallo, in diesem Video werden wir uns mit dem Thema Intersect in SQL befassen. Ich habe hier einen View, den will ich erstellen und der zeigt dann alle Fahrer und Teams, die in 2018 bei jedem Rennen Punkte gemacht haben. Es werden nur die dargestellt, die Punkte gemacht haben. Alle anderen werden nicht dargestellt. Und ich habe diesen View dann im SQL ausgelöst. Und da ist er und ich habe auch zwei weitere Views gemacht, die sehr identisch sind mit dem. Und das ist einmal für das Jahr dann 2019, 2020. Und hier ist der Inhalt von zum Beispiel einer dieser drei Views, der ist von 2020. Und da hat man hier der Nachname, Team, die Saison, Rennen, Position und dann die erzielten Punkte. Jetzt wollen wir mal mit Intersect. Was macht die Funktion Intersect? Intersect zeigt die Daten, die zwischen zwei Tabellen identisch sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sowas mache, Intersect und dann Select alles from dem View, in dem Fall 2019. Jetzt die Frage ist, was ist identisch bei beiden Tabellen? In dem Fall gar nichts, weil die Saison ist unterschiedlich. Bei 2019 würde hier, bei Season würde hier 2019 stehen, von daher ist keiner identisch, egal ob alles anderes identisch ist. Und deswegen, wenn ich hier jetzt diese Query ausführe, dann haben wir gar nichts. Ich tue mal gerade das Fenster hier zumachen. Deswegen, wenn ich jetzt etwas Gemeinsames haben will, tue ich mal das mal kurz weg, dann muss ich wählen, welche Gemeinsamkeiten suche ich. In dem Fall will ich jetzt nur wissen, welche Fahrer waren in denselben Teams, anders formuliert, welche Fahrer sind dieses Jahr im selben Team wie letztes Jahr. Und deswegen hier nehme ich nur die ersten zwei Felder und deswegen die Query ändere ich jetzt so auf Surname und Team und dann kopiere ich sie mal und dann komme ich mit Intersect und dann lege ich das auch für das Jahr 19. Und so werden wir jetzt die Fahrer rauskriegen, die dieses Jahr im selben Team fahren wie letztes Jahr und die Punkte erzielt haben. Weil Basis des Views ist ja dieser Filter hier, dass nur die im View reinkommen, die Punkte erzielt haben. Und von daher, der Intersect gibt dann quasi diese Gemeinsamkeit. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sieht man, das sind die Fahrer, die im selben Team fahren wie letztes Jahr. Und man kann es auch auf 18 ausweiten und dann sieht man, das ist dann weniger. Ja? Also das sind die Fahrer hier fahren im selben Team wie letztes Jahr und haben in beide Jahre Punkte erzielt. Da sieht man, in 19 waren es der Intersect mit 19 vielmehr ist dann viel anders. So, das ist mit der Funktion Intersect. Es gibt, wie ist die Gegenfunktion von Intersect? Was ist, wenn ich alle will, außer die, oder alles, hier werden jetzt alle dargestellt mit Intersect, werden alle dargestellt, die in beide Tabellen sind. Wie kann ich die anderen zeigen, die nicht dem Intersect erfüllen? Und da kann ich das mit dem Schlüsselwort Except. Und so kriege ich die Leute, die nicht gemeinsam sind, und das sind sie. Okay? Und man kann es auch vor 18 ausweiten und dann hat man die Fahrer. Das heißt, wenn man hier schaut, die Fahrer in Except sind genau die, die beim Intersect nicht erscheinen. Okay? Und das sind so die zwei Schlüsselwörter, Intersect und Except.